Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Live in the Wood. Ja, endlich geht es mal weiter. Ich habe heute auch schon die ersten zwei Folgen wieder rausgebracht, die ich nicht geschafft habe zu schneiden, weil ich in letzter Zeit auch viel arbeiten musste. Daher ist auch lange Zeit jetzt kein Minecraft rausgekommen. Ich denke mal eine Woche oder so. Ja, bloß bei der letzten Aufnahme ist mir leider etwas passiert. Wir waren ja noch auf Reisen, nicht? Und ich habe ja gesagt, wir müssen unbedingt nach Hause kommen. Und dann fing ja an, plötzlich die Minecraft-Welt zu ruckeln, als wir da ein Dorf gefunden haben. Und das Problem war tatsächlich, ich konnte nicht in Richtung des Dorfes gehen. Ich hatte den Computer nochmal neu gestartet und alles drum und dran, aber es ging überhaupt nicht. Und dann habe ich die Aufnahme unterbrochen, den Computer neu gestartet. Und dann bin ich weitergelaufen und habe natürlich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Was nicht heißt, dass ich... Also was heißt, ich habe die ganzen Folgen nicht aufgenommen. Es waren jetzt ungefähr... Ja, noch gut anderthalb Stunden Reise, die wir hatten. Aber auf der Reise ist nun überhaupt nichts passiert. Wir haben nichts gefunden. Minecraft hatte ständig geruddelt, wenn man an ein Dorf vorbeigekommen ist. Wir haben ja noch die Karte. Habe ich die jetzt gerade bei? Natürlich nicht. Wo habe ich denn die Karte hingepackt? Dann kann ich euch mal zeigen, wo wir eigentlich letztes Mal waren. Denn... Achso, hier. Das hatte ich auch schon neu gemacht. Hier die Treppe. Habe ich ein bisschen rausgezogen. Muss noch ein bisschen geändert werden, dass das hier wieder mit diesen Stufen passt. Aber ich wollte hier eine Fußmatte haben, dass ich nicht ständig die Tür aufmachen muss. So, haben wir hier die Karte drinnen? Nein, haben wir natürlich nicht. Haben wir die denn hingepackt? Ist die noch irgendwo im Rucksack? Jetzt muss ich mal gucken. Hatte die Rucksäcke auch schon aussortiert, alle? Nur ist nur die Frage, wo ich sie hingeschmissen habe. Weil das letzte Mal, wo ich gespielt habe, ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ich hoffe, ich kriege heute noch ein paar Folgen aufgenommen. Wo habe ich meine Rucksäcke hingeschmissen? Habe ich die gerade übersehen? Dam. Hier sind keine. Hier sind keine. Hier auch nicht. Da auch nicht. Ja, wo habe ich die denn hingeschmissen? Auch nicht. Auch nicht. Steine. Alles Steine, die wir mitgenommen hatten von unserer Reise. Hatte ich hier unten eine Kiste gebaut? Nein, hier wollte ich noch Kisten bauen. Das hatte ich dann auch nicht mehr gemacht. Ups. Na sag mal, wir hatten noch Rucksäcke gehabt. Sind die jetzt weg? Dürfte ja nicht sein. Ach, ich weiß, wo sie sind. Na jetzt, hier hatte ich eine Kiste gemacht. Hier sind die Rucksäcke. Und da ist auch die Karte, genau. Ja, wir hatten da ja auch Pferde gesehen, aber ich bin überhaupt nicht da hochgekommen, um ein Pferd mitzunehmen. Wir waren ja... Wo waren wir denn noch hier? Wir waren... Hier oben das Village haben wir gesehen gehabt. Da sind wir nicht hingekommen. Ich konnte da auch nicht hingucken. Nichts. Sofern ich in die Richtung des Village geguckt habe, hat Minecraft geruddelt wie Sau. Ja, und dann bin ich im Grunde nur hier runter, hier rüber und dann mit dem Boot nach Hause. Also mehr ist nicht passiert. Es war im Grunde eine stinklangweilige Reise nach Hause. So, dann hatte ich ja hier die Kiste gebaut, wie schon gesagt. Hier hatte ich die ganzen Werkzeuge mal reingepackt. Ein bisschen sortiert hatte ich auch schon. Hier habe ich schon ein bisschen Kompost gemacht. Drehen wir mal wieder. Hier hatte ich auch den ersten Kompost hingepackt. Mein Problem ist, ich kann da drauf nichts pflanzen. Kann ich das denn pflanzen? Nee, geht nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ich den Kompost benutzen kann. Weil der soll ja ohne Wasser funktionieren. Da frage ich mich. Wieso funktioniert das bei mir nicht? Muss ich da noch irgendwas machen oder so? Ich lasse das jetzt erstmal laufen. Vielleicht schreibt es ja mal jemand in die Kommentare. Viele von euch spielen ja doch schon länger Minecraft als ich. Packt diesen Kompost erstmal hier rein, dass ich genau weiß, wo der ist. So, hier hatten wir Brot gebacken und hier hatten wir das ganze Eisen eingeschmolzen, was wir auf dem Weg gefunden hatten. Habe ich schon gemacht. Leider wart ihr ja nicht dabei. Gut, Brot haben wir alles noch genug. Nehmen wir mal noch ein bisschen mit. Wir haben auch noch ein bisschen Blödsinn hier im Inventar.
Dann würde ich sagen, ernten wir mal hier noch ein bisschen weiter. Ja, dann wollte ich ja die Tiere herholen. Da muss ich aber auch noch mal sehen, wie ich das überhaupt hinbekomme. Wie man die sich erschießen kann. Oder vielleicht weiß ja noch jemand, wie ich die hierher bekomme. Auf eine einsame Insel, wo kein Tier ist. Weil hier spawnen ja auch keine extra für mich mal so nebenbei. Tun die ja einfach nicht. Kann ja froh sein, dass ich hier ein paar Hühner hinbekommen habe. So, letztens bei Berlus im Livestream habe ich das erste Mal einen Kuchen gebacken und ich wollte mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Muss ich mal gucken, ob ich die Eier hier habe. Ich habe die Eier hier. Und Milch brauchte ich dafür. Milch habe ich natürlich nicht, also kann ich das gar nicht ausprobieren. Ich wollte mal probieren, ob ich Kuchen backen kann, aber das geht ja nicht ohne Milch. Und wir sind weit weg von jeder Kuh. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Bäume gepflanzt hatte letztes Mal. Ich glaube ja, die kennt ihr noch gar nicht so, ne? Hatte den Baum, den wir da hatten, weggenommen und hier noch ein paar Kirschblüten mehr gesetzt. Genauso wie diese lila Bäume hatte ich hier weggenommen. Dann hatte ich hier noch ein bisschen Erde reingemacht, also unser Land ein bisschen vergrößert. Hier hatte ich noch ein paar Mangroven weggehauen, die müssen auch noch alle weg. Und den Tümpel will ich hier auch noch unbedingt weg haben, damit wir da noch ein bisschen mehr Wiese haben. Gut, dann wollte ich hier auf jeden Fall auch noch mal mit Knochenmehl rangehen, dass wir auch mal ein bisschen Gras kriegen. Weil das vermehrt sich hier noch gar nicht so. Dachte, es vermehrt sich, aber ja, ein bisschen vielleicht, ne? Aber bis das mal fertig ist, dauert Ewigkeiten. Gut, gucken wir mal, ob wir ein paar Knochen haben. Wir haben auf jeden Fall Salz. Haben wir, Salz haben wir, Salz haben wir. Müssen wir alles noch mal ein bisschen sortieren. Habe ich jetzt keinen Knochen mehr? Nee, muss ich erst machen. Oh. Machen wir gleich mal hier richtig Knochenmehl. Den Rucksack habe ich einfach bei, falls ich genug Sachen gefunden habe unterwegs oder mal ein paar Sachen wegpacken muss. Oh, kommen gleich noch ein paar Blümchen, ist doch viel schöner. Wenn, oh, gleich Rosen, schön. Soll ja hier mal ein bisschen bunter aussehen, ne? Ist ja langweilig, wenn hier alles aussieht wie... Geht es hier? Nee, hier geht es noch nicht. Wenn hier alles nur so grün ist und kein Gras da ist, keine Blumen da sind. Oh, gleich wieder so ein hoher Grasbüschel. So, haben wir hier eine Blumenwiese. Sieht doch viel, viel schöner aus. Fast ein paar Blumen zu viel, aber nein, ist schon okay so. So sieht es doch viel, viel schöner aus. So. Ja, sieht viel gemütlicher aus, ne? Was haben wir hier? Unsere Bohnen sind wieder fertig. Ja, wir müssten auch mal wieder ernten und wir müssten unbedingt das Lager da hinten noch ein bisschen ändern, damit wir da ja mehr Sachen reinpacken können, weil die Kisten sind ja schon mehr oder weniger voll. Hier, unsere ganze Kiste ist ja proppedicke voll. Müssen wir irgendwie mal sortieren, dass wir hier die vernünftig wegpacken. Da gibt es ja diese anderen Kisten, wo man die noch mehrfach in die Kiste reinpacken kann. Vielleicht sollten wir die mal nehmen. Mal bauen erstmal. Vielleicht bauen wir die hier unten im Keller. So, hier hatte ich noch Sand bei von dem Ausgleichen der Erde da hinten. Schwarze Wolle, hier haben wir noch Erde. Ich würde ja auch gerne hier mal in den Nether gehen. Da brauche ich aber wohl mal erst Diamanten, dass ich da unten überhaupt diese Steine da wegbekomme. Diese Obsidiansteine. Ja, hier vor allem Weizen, das nimmt langsam überhand. Weiß schon langsam nicht mehr, wohin damit. Baumwolle hatten wir hier drin. Wo hatten wir denn Baumwolle reingepackt? Davon hatten wir auch so viel. Hier haben wir sie drin. Ja, es muss alles mal sortiert werden. Das kann noch raus. Vielleicht noch mal ein Stück weg, dass ich das nicht gleich wieder aufnehme. Mhm. Ach so, und hier hatte ich... Jetzt nehme ich es gleich wieder auf. Hier hatte ich diese Fischhäusen gebaut.
Da ist nun nichts mehr drin. So, jetzt aber hier ab ins Wasser mit dir. Will ich nicht immer aufnehmen. Ich hatte hier diese, die wir damals mal bei der Fischhütte gefunden haben, hatte ich jetzt mal aufgestellt. Und, ja. Jetzt kriegen wir hier Fische raus. Brauchen wir ja wahrscheinlich auch. Kugelfische sind sehr gut. Die kann man die behalten. Nahrhaftes Häppchen. Ja, ja, ich habe da schon ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Mit diesen nahrhaften Häppchen. Da sollten sie auch ranschreiben, leicht giftig. Ich meine, man weiß es ja, aber... ja, hab's trotzdem gegessen. So, kommt eine Ente? Nö. Gut, das wollte ich hier auch nochmal ändern. Dass die sich nicht ständig hier in den Ecken festpacken. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Vielleicht stelle ich hier so weiße, also Mangrovenhölzer hoch. Zwei Stück. Dann durften die ja nicht rüberkommen. Und vielleicht kann man da den Fackeln draufpacken. Dann sieht das wahrscheinlich auch nicht ganz so schlecht aus. Hier hatten wir den Farn gepflanzt. Da wart ihr leider auch nicht bei. Den wir aus dem anderen Biom da mitgenommen haben, um Kunstleder zu machen. Da kommen diese... Ups, kam jetzt nicht raus. War wohl noch nicht reif. Nee, ist noch alles nicht reif. War ich ein bisschen übereifrig. Na, da kommen auf jeden Fall diese, woraus man Kunstleder machen kann. Bin ich gerade an der Blume hängen geblieben? Nee. Hat sich gerade so angefühlt, als ob mich die Blume festgehalten hat. So, dann machen wir daraus mal wieder Köder. Das war unsere Fischhäusen da benutzen können. Daraus brauchten wir Fäden. Und wie war... Hier habe ich noch Fäden. Auch eine Werkbank hier. Gut. So, dann konnte man das so machen und so. Und dann hat man diese Köder bekommen. Geht das auch mit Kugelfischen? Dann habe ich die gleich weg. Geht auch mit Kugelfischen. Dann kann ich die nämlich jetzt da gleich reinpacken wieder. Ein Frosch. Wer weiß, ob der auch giftig ist. Der geht natürlich nicht, ne? Gut, machen wir es so. Und die anderen Fische, ups, die Wolle, packen wir erstmal wieder hier rein. Kriegen wir noch ein paar Fischköder hin. Da haben wir noch Memo und zwei Fische. Dann können wir doch noch einmal Köder machen. Den Frosch lasse ich erstmal hier. Vielleicht kommt da noch eine Prinzessin raus, wenn ich die küsse. So, dann haben wir auch das noch. Dann können wir die Dinger hier wieder füllen. Machen wir wieder 8 Stück jeweils rein. Und die anderen teile ich da hinten auf, dann passt da ein bisschen mehr rein. Dann kriegen wir nämlich genug Fische und ich muss nicht ständig angeln. Hätte ich mir vielleicht mal am Anfang bauen sollen. Hätte viel Zeit gespart. Na gut, die haben wir ja gefunden. Sehe ich gerade, dass ich immer noch ganz viel Weizen in der Tasche habe. Muss ich natürlich auch noch rauspacken. Ist jetzt noch so die letzte Sortierfolge und zeigen, was so passiert ist. Was leider nicht aufgenommen wurde. Weiß gar nicht, hatte ich hier diesen Durchbruch schon gemacht gehabt? Wie renne ich denn so? Hier hatte ich ja schon mal... ein Fluss durchgezogen, der muss noch ein bisschen verbreitert werden und mit Wasser aufgefüllt werden. Dass ich mit dem Boot hier direkt rüberfahren kann, so. Und nicht immer durch um die ganze Insel da fahren muss, dass ich da rüberkomme. Weil in der Richtung waren wir noch nie wirklich. Die Inseln kennen wir nur von der anderen Seite. Es geht ja da hinten noch so alles rum. Aber wir waren noch nie so da hinten auf dieser Insel oder so. Auch wenn hier unser Boot steht. Mit den Kirschblüten gefällt mir sehr gut, obwohl es ein bisschen übertrieben ist. Es wirkt ein bisschen übertrieben. Ja, und ich wollte jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall hier das Haus noch ein Geschoss hoch machen. Hatte ich mir gedacht, so mit Balkon, dass man auch rausgucken kann. Muss ich mal sehen, in welche Richtung, vielleicht in die Richtung. Und wir müssen ja hier auch mal unser Haus ein bisschen ausbauen, weil wir haben den Komposter hier drin, wir haben unsere Werkzeugkisten hier drin. Hier mit den Ofen und so bin ich auch noch nicht zufrieden, auch wenn es gut funktioniert, aber zufrieden bin ich damit nicht. Ja, das müssen wir jetzt alles in den nächsten Folgen mal machen.
in Angriff nehmen. Und in den Nether will ich, daher muss ich Diamanten suchen. Was bisher hier ein absolutes No-Go war, habe ich bisher noch gar nichts gefunden. Obwohl wir schon öfter mal tief in der Höhle drin waren, aber ja, versteckt sich vor mir. Und wenn wir 7 Folgen in der Höhle drin sitzen und versuchen, Diamanten zu finden. Ja, ich hoffe nicht, dass es so viel wird, aber okay. So, Brot können wir genug machen. Sojabohnen, die will ich unbedingt pflanzen, weil daraus können wir Milch machen, ne? Weiß zwar nicht genau wie, aber wir werden, habe ich Erde bei, durch Zufall habe ich auch Erde bei, das ist sehr schön. Wollen wir das Feld hier vorne noch machen oder lieber hinten raus? Oder vielleicht mal hier nach hinten? Ich will auf jeden Fall ein kleines Sojabohnenfeld haben, wo wir dann am Ende ja, Milch machen können und so, weil das ist ja zurzeit noch unser Problem, dass wir nicht an Milch kommen, weil wir nicht an Kühe kommen. Wo sind es 4, dass überall Wasser rankommt? Ich will es nicht zu groß haben hier. Ja, wenn ich es noch weitermache, kommt ja wieder kein Wasser ran. So, haben wir die Hohe noch bei? Ja, die haben wir durch Zufall auch bei. Dann werden wir hier mal die Sojabohnen schnell pflanzen. Wird denn unser Soja fähig? Muss ja mal gucken, was so das Wichtigste ist, was wir unbedingt brauchen. Und zurzeit sehe ich im Grunde, dass wir diese hier am nötigsten brauchen. Jetzt gucken wir mal hier. Irgendwo müssten wir ja noch Soja eingepflanzt haben. Sonst hätten wir das ja nicht gefunden. Das sind die Bohnen. Hier ist der ganze Salat. Hier sind die Gurken, Erbsen. Hatten wir die da hinten? Ups, was ist das? Antischocken, ja, lecker. Soja, 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 Soja. Da. Dann können wir die hier auch gleich rausnehmen, würde ich sagen. Dann pflanzen wir die da hinten. Dann haben wir die wenigstens alle zusammen. Und müssen nicht suchen. Das muss ja hier auch noch alles weg. Die Felder sollen ja da sein. Die möchte ich nicht hier vorne direkt vom Haus haben. Oh, wie viel Sojabohnen haben wir da rausgekriegt? Das ist ja gut. Ja. Dann wächst jetzt aber bitte auch. Fackeln sind da, alles gut. So, was haben wir denn jetzt noch für Müll in der Tasche? Immer noch Sand. Irgendwie nehme ich immer nur die Hälfte raus. Oh, Mensch, die Folge ist ja schon viel zu lang. Na gut. Habe ich wieder nicht auf die Uhr geachtet. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch hoffe, ich habe euch auch alles gezeigt, was in der letzten Folge oder in der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe, passiert ist. Wollte es natürlich aufnehmen, aber ja, blöd gelaufen. So, hier kommen diese Teile raus. Einer ist natürlich super. Oh. Da sollten denn natürlich mal mehr rauskommen. Sonst pflanze ich die nur und muss sie wieder einsetzen. Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Damit unterstützt ihr mich ein bisschen. Ich freue mich auf euch. Tschüss.